Sehr geehrter Herr Minister, lieber Björn Tümmler, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Krogmann, lieber Herr Waaskönig, liebe Frau Waaskönig, lieber Herr Brinker, liebe Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags, des Stadtrates, auch zugeschaltet des Deutschen Bundestages, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen von befreundeten Hochschulen, freue mich sehr über die Anwesenheit, liebe ehemaligen Präsidentinnen und Präsidenten unserer Universität, auch nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Pieper, dass Sie heute mit dabei sind, das freut mich sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, liebe Gäste hier vor Ort, schön, dass Sie da sind, liebe Gäste im Livestream, herzlich willkommen zum Auftakt. Gibt es etwas Schöneres, als dass Sie eine Veranstaltung an Ihrer neuen Universität haben, die Auftakt heißt, und in diesem Rahmen dürfen Sie Ihre Antrittsrede halten? Ich weiß das sehr zu schätzen, Herr Brinker, weil ich weiß, was Sie sonst auch für Rednerinnen und Redner zu diesem Anlass einladen. Also wirklich ganz herzlichen Dank. Ich fühle mich geehrt, dass wir das heute gemeinsam machen dürfen. Und lassen Sie mich das auch nutzen, tatsächlich zu Beginn meiner Einführungsrede das Wort an die UGO zu richten. Als Co-Veranstalter nicht nur dieser Veranstaltung, sondern auch als enge Begleiter, Begleiterin unserer Universität. Als ich glaube, Sie können sich vorstellen, im letzten Sommer mich etwas näher beschäftigt habe mit der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, ist mir relativ schnell auch die UGO, die Universitätsgesellschaft, aufgefallen. Und warum ist sie mir aufgefallen? Nun, zweierlei. Sie war vor der Gründung der Universität da. Das fand ich ungewöhnlich. Wie kann es sein, dass eine Universitätsgesellschaft da ist, wo es noch gar keine Universität gibt? Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie mit 1000 Mitgliedern eine der größten Universitätsgesellschaften in Deutschland ist. So, wenn Sie sich beschäftigen mit der Frage, gehe ich an diesen Ort, haben Sie zwei Botschaften. Zum einen haben Sie als Botschaft, da sind viele Freundinnen und Freunde. Das ist gut und noch besser, die sind nicht nur in sozialen Medien, die gibt es in echt. Und die gibt es verlässlich, loyal, unterstützend. Das haben Sie gezeigt, dass Sie eben schon von Anfang an dabei waren. Und das haben Sie auch heute wieder gezeigt. Und jetzt auch meinen herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerin, an die Preisträger. Das zeigen Sie genau durch solche Preise für exzellente Promotionen, für exzellente Forschungsarbeiten. Wir haben dieses Jahr erstmalig, werden wir vergeben, einen Preis für hervorragende Promotionsbetreuung. Wir haben viele Unterstützung, Stipendien in Projekten. Also die UGO unterstützt die Universität. Dafür sind wir sehr dankbar. Ein zweites ist die UGO. Sie ist nämlich ein Stück weit auch Sprachrohr für das, was wir tun. Ich werde auf das Thema Sprachrohr und ich werde auf das Thema Verbreitung dessen, was wir tun, im Laufe meiner Rede noch eingehen. Und da helfen Sie uns sehr mit verschiedenen Formaten. Ja, das sind diese Veranstaltungen, ein neues Format, Herr Brinker, Sounds of Science, ich glaube, ich darf es verraten, werden wir nächste Woche ja auch haben. Also immer wieder die Idee, wie können wir das, was die Universität, was die Karl-von-Ossietzky-Universität des Gutes tut, auch nach außen bringen. Lieber Herr Brinker, lieber Vorstand der UGO, liebe Mitglieder der UGO, im Namen der Universität ganz herzlichen Dank für alles, was Sie für uns tun. Als ich mich mit der Universität beschäftigt habe, mit der Frage, ob ich nach Oldenburg gehen könnte, gab es eine zweite Sache, die mir sehr aufgefallen ist, die meine Neugier geweckt hat. Und das steht hier. Also man besorgt sich ja dann entsprechende Informationen, dann gibt es einen Imageflyer und die Überschrift des Imageflyers war offen für neue Wege. Ich fand das selbstbewusst. So, schon, ein gewisses Image ist offen für neue Wege. Und, aber gleichzeitig müssen Sie sich zurückversetzen in eine Zeit ungefähr vor einem Jahr, ein bisschen länger ist es her. Die eine oder der andere wird wissen, dass wir viel Zeit in Homeoffice verbracht haben. Und ich glaube, zu Beginn der Pandemie viele von uns mit dieser Frage sich konfrontiert sahen, gibt es neue Wege? Bin ich offen für neue Wege? Und genau diese Frage gab es auch bei mir. Ich saß auch am Schreibtisch und Sie haben gesagt, ein großes Institut geleitet, diesem Institut. Und ich weiß, dass der eine oder die andere vom Institut vielleicht auch jetzt im Livestream dabei ist. Dem Institut danke ich von Herzen. Das hat mich sehr unterstützt. Und es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, irgendwann zu sagen, es könnte einen neuen offenen Weg geben. Und dieser neue offene Weg
führte mich nach Oldenburg. Und er führte mich deswegen nach Oldenburg, weil ich für mich festgestellt habe, es gibt keinen besseren Ort, einen neuen Weg zu beschreiten als hier. Und warum komme ich zu dieser Aussage? Das ist das, was ich mit dieser Antrittsrede vorhabe. Ihnen zu beschreiben, warum die Universität Oldenburg aus meiner Sicht ein besonderer Ort ist, des Lehrens, Lernens, Forschens und Arbeitens. Im weiteren Verlauf meiner Rede werde ich dann auch darauf eingehen, wo ich mir vielleicht neue Schwerpunkte vorstellen könnte. Für eine Universität, die ohne Frage hervorragend positioniert ist, aber vielleicht auch die Erwartung an mich hat, vielleicht gibt es ja neue Impulse, neue Töne, die in ein gut funktionierendes Orchester eingespielt werden sollen. Lassen Sie uns also mit der Frage starten, was macht denn die Karl-von-Ossietzky-Universität so besonders? Ich möchte meine Antwort sehr knapp fassen. Was macht sie so besonders, dass sie die richtigen Inhalte hat und eine wohldefinierte Haltung? Inhalt und Haltung. Lassen Sie mich zunächst auf das Thema Inhalt eingehen. Auch das ist ja mehrfach jetzt schon genannt worden, was so besonders am Inhalt ist. Und ich glaube, es gibt eine Diskussion und die Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen kennen diese Diskussion nur sehr genau. Das ist immer wieder die Frage nach dem Profil. Wo ist denn das Profil? Und was Oldenburg aus meiner Sicht sehr schlau gemacht hat, in sehr früher Zeit genau diese Frage sehr präzise zu beantworten. In dem Sinne, nicht alles zu machen, nicht beliebige Themen aufzugreifen, sondern klar sich zu positionieren und Themen zu benennen, von denen wir heute sagen, oh, die sind ja hochaktuell. Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit. Alle würden sagen, ja klar, das ist das Thema, heutzutage muss man sich darum kümmern. Das Thema Mensch und Technik. Mensch und Technik, das ist das große Thema. Digitalisierung. Das Thema Gesellschaft und Bildung. So, das heißt, wir haben als Schwerpunkte hier in Oldenburg genau die Themen, die heute aktuell sind, aber wir behandeln diesen Themen schon seit Dekaden. Und das, nämlich dieses Behandeln über Dekaden, führt zu einer Glaubwürdigkeit. Wir laufen nicht Trends hinterher, sondern wir setzen uns die Themen, die meinen wir ernst, die setzen wir um. Eine zweite Sache führt für mich zu einer Glaubwürdigkeit für inhaltliche Schwerpunkte, nämlich, dass man diese Themen natürlich in Forschung und Lehre behandelt. Man behandelt sie aber auch im Transfer, man trägt sie nach außen. Und schließlich, man nimmt die Themen auch als Institution ernst. Wir machen, was wir sagen. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen an diesen drei Schwerpunkten. Dass wir sehr knapp durchgehen, das ist immer ganz nett, wenn man dann nach den Grußworten drankommt, kann man sagen, naja, haben Sie ja schon mehr oder weniger gehört, das spart uns alles ein bisschen Zeit. Aber lassen Sie mich jetzt starten mit diesen drei Themen. Und zunächst möchte ich Ihnen sehr knapp sagen, was ich vorfinde. Und dann auch knapp für die Schwerpunkte sage, wo ich mir einen Schwerpunkt und eine Weiterentwicklung vorstellen kann. Ich glaube, das werden Sie verstehen, dass ich an der einen oder anderen Stelle natürlich etwas kurz gefasst den Stand darstelle. Alles andere würde, glaube ich, jetzt den Rahmen zeitlich auch sprengen. Und ich möchte gerne starten mit dem Schwerpunkt Gesellschaft und Bildung. Nicht zufällig mit diesem Schwerpunkt starten, denn das ist sicherlich eine der Wurzeln unserer Universität, gerade im Bereich auch Bildung eindeutig. Ein Schwerpunkt und die Wurzel, auch ein hochaktuelles Thema. Wir diskutieren, einige von Ihnen wissen es, weil Sie zu Hause vielleicht auch noch Kinder sitzen haben, zu dem Thema Digitalisierung von Bildung. Wie sieht das denn aus? Deutlich gedrängt durch die Aktualität, die wir haben. Auch das Thema partizipative Teilhabe an Bildung, ein hochaktuelles Thema. Die Frage des gesellschaftlichen Transformationsprozesses, aktueller denn je. So, das sind die Themenfelder, die eben auch in diesem Schwerpunkt behandelt werden. Natürlich, wenn ich jetzt die Lehre anschaue, nicht sehr verwunderlich, haben wir einen Schwerpunkt im Lehramt. Wir haben alle Lehramtsstufen, alle Schulformen. Und ich kann Ihnen mit tiefster Überzeugung sagen, ich bin darüber sehr froh, dass wir das Lehramt hier in Oldenburg an unserer Universität haben. In dieser Breite, in diesem Schwerpunkt. Minister Tümmler, Björn, du hast es ja gesagt, dass die Sonderpädagogik ausgebaut wurde. Wir zeigen mit diesem Schwerpunkt eine deutliche gesellschaftliche Verantwortung. Und das ist meine tiefste Überzeugung, Hochschulen haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Und eine der größten Verantwortungen ist im Bereich der Bildung. Und das heißt, junge Menschen entsprechend auf den Weg mit Wissen auf den Weg zu schicken. Das ist Aufgabe von guten Lehrerinnen und Lehrern und das tun wir hier in Oldenburg. Also ich bin sehr froh, genau diesen Schwerpunkt zu haben. Dass wir da gut sind, kriegen wir beispielsweise gezeigt in unseren Erfolgen, die wir hatten bei der qualitätsoffensive Lehrerbildung mit einem Schwerpunkt in Begleitung auch der kompletten Laufbahn von
zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern, aber auch im Bereich der Digitalisierung der Lehramtsausbildung. Was mich freut und was auch dann später zu dem Thema mich führt, wie könnte eine Weiterentwicklung aussehen, ist, dass wir auch einen Schwerpunkt haben in der Forschung im Bereich des Lehramts. Dass unser DITZ genau auch eine Forschungsakademie betreibt. Das ist etwas, was ich mir für die Zukunft noch weiter ausgebaut vorstellen kann. Wir haben eben beispielsweise einen Graduiertenkolleg zur Lehrkräftebildung 2040. Das ist ja unsere Aufgabe, in die Zukunft zu gucken. Wir haben, was mich auch sehr freut, ein DAAD-Projekt zum Thema Dimensions of Diversity in Teacher Education. Also auch die Internationalität in der Lehramtsausbildung sich vorzunehmen. Also einer der Themen, Forschung im Bereich Lehramt, wo wir aus meiner Sicht vielleicht noch etwas stärker werden können. Warum? Ich glaube, dass Oldenburg eine gute Tradition hat, in dem, wenn man etwas mit Lehramt zu tun haben möchte, muss man in Oldenburg gewesen sein. Und das ist der Anspruch, den wir in Zukunft auch haben müssen. Dass diejenigen, die später in Hochschulen etwas mit Lehramt zu tun haben, sollten und müssten eine gewisse Zeit hier in Oldenburg gewesen sein. Aber wir haben auch Forschungsschwerpunkte beispielsweise in Transformationsprozessen. Immer ein schönes Projekt, Frau Freist, das ist immer so schön, wenn man dieses Projekt aufrufen kann, unser Thema die Bryce Papers, eben Dokumente, die aus Schiffskaperungen dann übrig geblieben sind, aber wo man diese Dokumente nutzen kann, um vielleicht gesellschaftliche Zustände einer vergangenen Zeit sich anzuschauen. Ich finde es ein ganz tolles Akademieprojekt. Wir haben die Genderforschung, wo wir sehr prominent unterwegs sind. Wir haben ein wissenschaftliches Zentrum Genealogie der Gegenwart. Also ich glaube, wir sind in der Forschung gut aufgestellt. Und lassen Sie mich noch einen Punkt nennen, das ist das Thema Transfer. Auch ein Transfer in Bildung und Gesellschaft hervorragend aufgestellt. Wir haben das Center für lebenslanges Lernen, C3L, was bundesweit eine hohe Sichtbarkeit hat. Also wenn Sie wissen, ich komme von einer Universität TU Darmstadt, da ging es auch um das Thema offene Hochschulen, auch um das Thema Weiterbildung. Und ich weiß, dass alle, und ich war dafür zuständig im Präsidium, alle zu mir kamen und gesagt haben, wenn Sie da irgendwas wissen wollen, gucken Sie nach Oldenburg, die kennen sich da aus. Also das ist vielleicht etwas, was Sie, wenn Sie von außen kommen, noch stärker hier reinbringen können. An manchen Stellen sind wir besser, als wir es vielleicht selbst nach außen auch darstellen. Auch als ein Beispiel für Transfer, wir haben ein An-Institut für ökonomische Bildung, das ÜB, national, international hochsichtbar. Also ich glaube, das Feld Gesellschaft und Bildung gut aufgestellt. Ich sagte Weiterentwicklung aus meiner Sicht, Forschung stärken. Zweites Feld, auch als eigene Organisation das Thema Bildung noch ernster nehmen, als wir es vielleicht getan haben. Wir sind und müssen es sein als Hochschulen lernende Organisation. Ich habe ein hohes Interesse daran, dass Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich persönliche, fachliche Weiterentwicklung unterwegs sind. Ich habe ein hohes Interesse an Weiterbildung im Thema Gesundheit. Welche Überraschung. Und das brauchen wir nötiger denn je. Wir sind in Zeiten des Umbruchs. Ich finde sowas wie, es gibt so ein kleines Format, Mittagsinfos, wo Sie kleine Hubs neben dem Mittagessen kriegen, als Nachtisch noch eine Weiterbildung. Das passt zusammen hervorragend. Lassen Sie mich zu einem zweiten Schwerpunkt kommen. Der zweite Schwerpunkt ist Umwelt und Nachhaltigkeit. Und auch der, Herr Brinker, Sie haben es ja schon ausgeführt, das ist mit der DNA unserer Universität eng verwoben. Das ist etwas, was schon seit vielen Dekaden hier betrieben wird. Aber natürlich ein Thema, was eine hohe Aktualität hat. Nicht nur, aber auch, weil junge Menschen zu Recht einfordern, dass sie eine klimagerechte Zukunft haben. Zu Recht einfordern, dass wir als Gesellschaft darauf zu achten haben, unsere Welt lebenswert zu erhalten. Wir alle spüren, was derzeit passiert mit dem Thema Klimawandel. Wir haben Dürrekatastrophen, auch in Regionen, wo wir es noch nicht gewohnt waren. Wir haben Flutkatastrophen. Und hier in Oldenburg haben wir auch entsprechende Angebote in der Lehre. 10% unseres Studienangebotes hat einen Schwerpunkt in Nachhaltigkeit. Und zwar haben wir dezidierte Angebote für diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, können einzelne Studiengänge besuchen. Wir haben aber auch das Thema in verschiedenen Studiengängen, auch in der Medizin. Das ist ein roter Faden, das gefällt mir ausgesprochen gut. Und auch als Beispiel, ich möchte es an späterer Stelle nochmal betonen, das ist nicht, wenn man einen Schwerpunkt in Lehre hat, heißt das automatisch, oh, sind die dann in der Forschung nicht so gut? Ich glaube,
alle wissen es, mehrfach genannt worden, natürlich sind wir extrem forschungsstark im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Das ist sicherlich, sind wir eine der führenden Einrichtungen, wenn es um das Thema geht, Umwelt und Nachhaltigkeit. Schwerpunkt hier in Oldenburg, was mir sehr gut gefällt, wir betrachten das Thema interdisziplinär, natürlich aus naturwissenschaftlicher Perspektive, aber eben auch aus geistes-sozialwissenschaftlicher Perspektive, immer auch ökonomische Fragen, immer auch im Blick die Umsetzbarkeit der Themen. Wir haben auch hier eine Koordination mit unserem wissenschaftlichen Zentrum COAST. Und wir haben, Herr Brinker, Sie haben es ja genannt, einen Schwerpunkt Energie der Zukunft. Windenergie ist ein großes Thema. Wir haben das Zentrum für Windenergieforschung Vorwind. Wir haben vom MWK gefördert so etwas wie ein Programm Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung. Wir haben in dem Bereich zwei SFBs. Ich könnte jetzt fortfahren. Thema, was auch dazu gehört, zu diesem Schwerpunkt Umwelt und Nachhaltigkeit, ist die Meeresforschung, Biodiversität, auch ein typischer Schwerpunkt hier in Oldenburg, gut aufgestellt mit entsprechenden Programmen, auch DFG-Programmen, eng verknüpft mit Bremen. Auch hier Meeresforschung, Biodiversität ins Transfer gegangen mit dem Helmholtz-Institut, auch gegründet, auch das ist genannt worden, außeruniversitäre Forschung, DLR-Institut, ich glaube, perfekt aufgestellt. Und was mir hier besonders gut gefällt, und ich glaube, das zeigt das, was ich meinte, wir machen, was wir sagen, wir selbst haben uns das vorgenommen. Herr Kruckmann, Sie haben ihm so schön gesagt, wir wollen klimaneutral werden bis 2035. Nö, wir wollen schneller sein. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Jahreszahl. Ist das jetzt 2028, 29, 30? Worum es uns geht, worum es mir geht, ist anzufangen. Das ist ein Thema, natürlich kann man diskutieren, aber was mich sehr gefreut hat, und das ist ein Zeichen, wie ernst wir das hier nehmen, dass eine studentische Gruppe im Senat gefordert hat, dazu muss eine AG her. Wir wollen das vorantreiben, dass der Senat das beschlossen hat, dass diese Arbeitsgruppe dann ein Projekt eingeworben hat, ein umweltministeriumsfinanziertes Projekt. Ich durfte unter anderem die Grußworte sprechen jetzt zu einem Kick-off dieses Projektes. Das zeichnet eine Universität aus, das ist wirklich ernst gemeint. Was ich in die Hand gedrückt bekommen habe, Herr Steinmann weiß es, war der Nachhaltigkeitsbericht. Ich habe den durchgeblättert, der dritte Nachhaltigkeitsbericht unserer Universität und hatte irgendwie das Gefühl, der ist super professionell, mit wem arbeiten Sie zusammen? Bestimmt gibt es eine sehr aufwendige Beratungsinstitution. Sie sagt, nee, das ist ein studentisches Projekt, betreut von Kollegen Siebenhühner. Ich fand das faszinierend. Das ist ein tolles Beispiel. Natürlich, Herr Steinmann weiß es, sind wir dann auch über den Campus gelaufen und haben uns die Photovoltaikanlage angeschaut. Das gehört dazu. Ich bin schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ich essen gehen sollte in der Mensa, weil dort ein ausgewiesenes Nachhaltigkeitsmanagement vorhanden ist. Also dieser Bereich, ich glaube, perfekt aufgestellt. Wie sieht es denn aus in der Weiterentwicklung? Ich glaube, dass wir insbesondere, wenn es um internationale Studienangebote geht, noch besser werden können. Ich glaube, dass wir mit unserem Schwerpunkt hier ein Level erreicht haben, der international spielt. Also das wäre mein klares Petitum, Internationalität gerade in solchen Gebieten vorantreiben. Ich weiß, dass es einiges gibt, aber ich glaube, es geht noch mehr. In der Forschung, das ist genannt worden, da stehen wir sehr, sehr gut da. Wir haben SFBs in Oldenburg, derzeit drei an der Zahl. Ich glaube, dass eine Universität wie Oldenburg 3 bis 5 SFBs verträgt. Wir werden also diejenigen, die es in dem Schwerpunkt gibt, sicherlich versuchen, auch fortzuführen, gegebenenfalls auch neue aufzubauen. Wir werden das Thema Exzellenzstrategie auch in diesem Schwerpunkt natürlich sehr ernsthaft betreiben. Das betrifft Themen wie Tiernavigation, das betrifft Themen ja auch in Meeresforschung. Und ich hatte gesagt, wir als Institution nehmen das Thema ernst, wir werden klimaneutral. Lassen Sie mich nun zum dritten Schwerpunkt kommen. Das ist das Thema Mensch und Technik, auch ein Schwerpunkt, glaube ich, der eine lange Tradition hat. Und insbesondere, und das ist das, was uns unser Namensgeber mit auf den Weg gegeben hat, Karl von Ossietzky, das wissen Sie, steht auch an verschiedenen Stellen. Wir müssen die Wissenschaft wieder menschlich machen. Und so verstehen wir auch Digitalisierung und so verstehen wir auch Mensch und Technik. Tatsächlich ist menschlich zu betrachten. Wir haben einen Schwerpunkt in Human Cyber Physical Systems. Wir haben einen Schwerpunkt, und das ist natürlich jetzt, so viel Eulen kann ich gar nicht in den Rucksack nehmen, um sie nach Athen zu schleppen, in der Hörforschung. Die Hörforschung, ich weiß nicht, wer von Ihnen gestern den Deutschen Zukunftspreis gesehen hat. Ich habe heute Morgen mit Herrn Kollmeier darüber gesprochen, jetzt vergeben an BioNTech. Bisschen ist natürlich die Frage, wer ist jetzt in welcher Reihenfolge, aber ich denke, der Deutsche Zukunftspreis 2012 im Bereich der Hörforschung, jetzt BioNTech, das ist eine ganz gute Reihe. Nur um ungefähr mal zu zeigen, wo wir mit der Hörforschung angekommen sind, in welcher Spielklasse wirklich herausragend, jetzt die Diskussion auch in Richtung Fraunhofer, ich bin guter Dinge und werde das tatkräftig unterstützen, dass wir erfolgreich sind. Wir haben ein Forschungszentrum in Neurosensorik
in dem Bereich, was Verknüpfung hat zu Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Transfer in diesem Bereich, exzellent aufgestellt. Wir haben Office. Und alle hier im Saal wissen, oh, wir haben Office, Haken dran. Und Office, nur das, wenn Sie neu hierher kommen und Office kennenlernen, und ich glaube, Herr Lehnhoff und die Kollegen und Kolleginnen vom Office werden es bestätigen, dass ich sehr schnell gesagt habe, dass so, wie Sie es aufgestellt haben, ich es für exzellent halte. Sie haben nämlich nicht den Versuch gestartet, die x-te Grundlageneinrichtung, die es gibt, und da gibt es andere Standorte, die, glaube ich, vielleicht noch etwas besser für solche Grundlagenforschung aufgestellt sind. Aber Sie haben gesagt, wir können das Thema auch übertragen in verschiedene Anwendungsgebiete, in das Anwendungsgebiet Energie, in das Anwendungsgebiet Gesundheit, Verkehr und Produktion. Das war schlau. Und das heißt, wir haben mit dem Office ein hervorragendes Instrument, unsere Erkenntnisse nach außen zu bringen. So erfolgreich, dass wir eine DLR-Gründung jetzt haben, so erfolgreich, dass wir auch gemeinsam, Susanne, das DFKI mittlerweile als DFKI-Standort Niedersachsen haben. Also ich glaube, es zeigt, dass das Thema Digitalisierung hier sehr gut aufgehoben ist. Auch das ist gesagt worden, sowohl von Ihnen, Herr Brinker, als auch von Björn Tümmler, vielleicht an manchen Stellen noch nicht sichtbar genug. Meine Einschätzung ist, wenn ich hierher komme und jetzt von einem Standort einer technischen Universität komme, ich finde die Startvoraussetzung hier hervorragend. Wir haben Unternehmen in dem Bereich, die die Transformation hervorragend geschafft haben, die europaweit sehr sichtbar sind mit ihren Produkten im Bereich der Digitalisierung. Wir sind, wie gesagt, sehr gut aufgestellt. Lassen Sie uns daran arbeiten, dass Oldenburg vielleicht noch stärker auch sichtbar wird in diesem Bereich menschbezogene Digitalisierung. Ich glaube, es ist wichtig, das Thema noch stärker in die Lehre zu bringen. Auch das scheint mir ein Feld, wo wir noch etwas Nachholbedarf haben, auch hier deutlich international. Lassen Sie uns auch daran arbeiten, das Innovationsquartier ist genannt worden. Das treibt mich um, wie wir das natürlich noch besser auf den Weg kriegen. Und dazu gehört auch die Koordination der Akteurinnen und Akteure vor Ort. Das betrifft natürlich Office, das betrifft DFKI, das betrifft DLR. Und ich sehe schon die Rolle unserer Universität, ein Stück weit hier koordinierend tätig zu sein. Und vielleicht noch ein Blick jetzt auch intern. Ich glaube, das wissen Sie alle und Herr Pieper weiß es aus dem letzten Präsidium, dass so etwas wie eine Digitalisierungsstrategie ja auf den Weg gebracht wurde. Und Martin Frenzle, auch zuständig im Präsidium. Das ist sicherlich eine umfassende Aufgabe. Ich drücke es so aus. Wir sind sehr gut gestartet, beispielsweise mit unseren Digitalisierungsprofessuren, die wir einwerben konnten. Wir haben junge Kolleginnen und Kollegen hier für dieses Thema. Meine Einschätzung, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass das Konzept, Manfred Weißensee, war ja auch ein gemeinsamer Antrag, das Konzept, das wir hatten, Digitalisierung sicher gestalten, dass wir das jetzt auch, wo die Kolleginnen und Kollegen da sind, auch immer im Auge behalten. Also diese Kolleginnen und Kollegen auch als Gruppe verstehen. Mich treibt sehr um, mit Herrn Steinmann zusammen, das Thema Digitalisierung unserer Verwaltung. Digitalisierung, unsere Abläufe innerhalb der Institution, das wird sicherlich auch ein Thema sein meiner Präsidentschaft. Und lassen Sie mich jetzt zu einem Thema kommen. Herr Notwagen wird sagen, Moment, aber Mensch und Technik, da hat er doch jetzt die Medizin vergessen. Ich habe sie bewusst nochmal als eigenes Thema genommen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich unter diesem Schwerpunkt Mensch und Technik immer so erkannt wird, dass da auch die Medizin mit abgebildet ist. Wir haben einen Schwerpunkt und jetzt habe ich ja hier die 80 auf 120 bekommen und an der Stelle natürlich auch jetzt persönlich, aber auch im Namen der Universität, herzlichen Dank dir, lieber Björn, dem Ministerium, aber ganz besonders auch den Fraktionen. Ich weiß, was das bedeutet, in finanziell angespannten Situationen ein solches Thema noch aufzunehmen. Wir sind immerhin jetzt auch in dem Gesamtvolumen mit 10%. Das ist nicht wenig und ich weiß, dass das immer bedeutet, dass andere vielleicht nicht zum Zug kommen. Also wir schätzen dieses Bekenntnis des Landes, wir schätzen das Bekenntnis der politischen Seite zu unserer Universitätsmedizin, zur Region hoch ein. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt. Ja, wir kriegen Unterstützung. Und es ist auch gesagt worden vom Oberbürgermeister, es ist schon ein mühsames Geschäft. Es ist nicht etwas, wo Sie mit Rückenwind kommen und erstmal losrennen. So muss ich sagen. Als ich am 1. August kam, war der Rückenwind so, dass die Kabinettsklausur beschlossen hatte, dass der Aufwuchs nicht stattfindet. Würde ich nicht unbedingt Rückenwind nennen. Ich drücke es mal diplomatisch aus. Wir haben gekämpft, wir haben es geschafft und wir hatten eine Unterstützung. Und das ist das, was ich sagte, von der gesamten Region. Das ist das, was Sie als Präsident einer Universität hier in Oldenburg sofort merken. Sie sagen, wir haben eine Herausforderung
wir bräuchten Hilfe, dann kommen Leute, die helfen. Das ist gut. Sie brauchen aber auch diejenigen, die uns unterstützen als Hilfe. Deswegen mein ganz, ganz herzlicher Dank auch in Richtung unserer Krankenhäuser, die als Partnerinnen und Partner mit dabei sind. Ohne ihre Unterstützung, ohne ihr Engagement wären wir nicht da, wo wir heute sind. Groningen ist genannt worden, ohne die Unterstützung von Groningen. Das unterschätzen viele. Ich war vor 2 Wochen zum Antrittsbesuch. Das ist ein herausragender Partner, die sind weltweit sichtbar. Und die sagen, wir arbeiten mit euch in Oldenburg zusammen, weil mit euch zusammen bauen wir eine moderne, einzigartige Universitätsmedizin auf. Und wir glauben, dass ihr das hinkriegt. Das finde ich als, das ist Rückenwind. Und was wir als Universitätsmedizin in Oldenburg immer gemacht haben, wir haben immer Herausforderungen gekriegt, wir haben immer gesagt bekommen, zeigt erstmal, was ihr könnt. Zeigt mal dem Wissenschaftsrat, ob das klappt. Oder, Herr Pieper, das war, glaube ich, eine echte Herausforderung. Und jedes Mal wurde geliefert. An jeder Stelle, immer wenn irgendeine Anfrage kam, hat Oldenburg geliefert. Ich glaube, das ist das, so verstehe ich jetzt, dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr ist, sondern eine sozusagen Aufforderung, vielleicht auch über die 120 rauszugehen. Wir verstehen das richtig und ich glaube, wir alle wissen, welche Hausaufgaben noch zu gehen sind, auch in Richtung Governance-Struktur, auch in Richtung solider Ausfinanzierung, auch in Richtung von Vertrag mit Groningen. Aber seien Sie gewiss, dass wir genau diese Herausforderung gehen werden, weil wir sind auch sicher, dass genau diese Region unsere Universitätsmedizin in Oldenburg braucht. Ich möchte ein Thema nicht unerwähnt lassen, weil es eben auch zeigt, die Forschung und die Besonderheit. Wir haben die Besonderheit eben auch der Versorgungsforschung, der Patientenorientierung, Patientinnenorientierung. Wir haben unser Cross-Border-Institut mit Groningen zusammen. Also ich glaube, es ist aufgestellt, hoch innovativ, hoch neu. Was sind die neuen Themen? Nun, ich glaube, auch mit dem Dekan, mit Herrn Notwang schon mehrfach gesprochen. Wir sind auf sehr gutem Weg, die Universitätsmedizin noch enger in die Universität zu integrieren. Das ist gut gelungen. Wir haben viele Verknüpfungen an vielen Stellen. Und das ist vielleicht auch anders als an manch anderen Standort, dass es eben nicht eine Separierung der Medizin gibt als eigene Welt. Nein, unser Ziel ist, die Universitätsmedizin ist integraler Bestandteil unserer Universität. Und das würde sie so besonders machen. Ich bin mir sicher, dass wir das auch hinkriegen. Lassen Sie mich jetzt zu dem Thema, ich erwähnte es, was macht unsere Universität so besonders, zum Thema Haltung kommen. Und was hat unsere Universität mit diesem Thema, was macht sie so besonders? Und eins, und das lernen Sie sofort, wenn Sie hierher kommen, ist der Name. Und natürlich kriegen Sie sofort auch gezeigt, sozusagen, das Ringen um diesen Namen. Und das Ringen um diesen Namen zeigt mir und hat mir gezeigt, dass sich diese Universität mit der Gründung genau mit ihrer Haltung, mit ihrer Einstellung beschäftigt hat. Sie hat sich gefragt, was wollen wir sein? Welche Rolle spielen wir? Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch in der Gesellschaft. Und was sie damit gezeigt hat, mit diesem Namensgeber Karl von Ossietzky, ist, dass sie mutig das Wort erhebt, dass sie für Positionen einsteht, dass sie sich gegen jegliche Form von Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus deutlich positioniert. Und das ist die Haltung, die heute noch eindeutig für unsere Universität gilt. Die Besonderheit, Herr Brinker, haben Sie ja schon auch genannt. Sie haben gesagt, das spielt in die Haltung. Sie haben gesagt, wir sind aufgeschlossen für Neues. Sie haben das Thema Interdisziplinarität genannt. Sie haben Teamarbeit genannt. Sie haben Offenheit und kurze Wege genannt und haben das aus den Interviews bezogen. Was ich dann in den ersten 100 Tagen auch festgestellt habe, ich habe ja die ersten Berufungs- und Bleibeverhandlungen geführt. Und man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen wissen das. Natürlich geht es immer auch um monetäre Ausstattung. Natürlich, wir kommen auch noch über das Thema globale Minderausgabe, versprochen. Aber natürlich geht es auch, was bietet eine Universität als Rahmen? Und das bietet Oldenburg. Oldenburg bietet tatsächlich die Offenheit für neue Wege, bietet kurze Wege. Ich möchte Ihnen einigen wirklich kurzen Beispielen auch zeigen. Offenheit, was heißt das? Wir haben Offenheit für unterschiedliche Disziplinen. Interdisziplinarität ist mehrfach genannt worden. Das sagen aber fast alle Hochschulen. Also ich wüsste keine Hochschule heutzutage, die nicht von sich behauptet, interdisziplinär zu sein. Also das ist ja fast schon sträflich, das nicht zu tun. Was ich dann immer frage ist, und woran machen Sie das substanziell fest? Woran sehe ich das, außer dass Sie das sagen? Das eine, woran man es zeigt, sind natürlich auch wirklich interdisziplinäre Studiengänge. Das zweite, woran Sie es festmachen können, ist, wie gehen Sie mit Promotionsordnung um? Das ist eine Feinheit für die Wissen, wovon ich gerade rede. In der Forschung ist es relativ leicht. Strukturell. Und strukturell ist es hier
alle unsere Forschungszentren, alle unsere wissenschaftlichen Zentren haben einen interdisziplinären Aufbau. Und was ganz interessant ist, Organisationsstruktur, ist unser, Sie haben es auch genannt, das ICBM. Innerhalb einer Fakultät ein interdisziplinäres Institut aufzubauen, das muss man sich erst mal trauen. Ich fand aber dieses Konstrukt, und wenn man sich die Entwicklung vom ICBM anschaut, sehr erfolgreiche Entwicklung, durchaus so interessant, dass man mal genauer hinschauen sollte. Ich weiß, Herr Warg, dass das auch natürlich für eine Fakultät immer zu gewissen Spannungen führt, aber dieser Gedanke, in einer Fakultät interdisziplinäre Institute zu haben, finde ich so interessant, dass ich es gerne auch mal in anderen Schwerpunkten denken möchte. Zweites Thema, Offenheit. Wir sind offen für unterschiedliche Kulturen. Wir haben das Thema, Herr Gruckner, angesprochen, Internationalität. Wir haben eine enge Verbindung mit Groningen, wir haben eine enge Verbindung mit der Nelson Mandela University in Südafrika. Ich bin froh und dankbar, dass ich für beide Partnerschaften Ambassadors, Botschafterin Esther Reuchendijk und für NMU Carsten Speck habe. Das hilft uns sehr. Das wird eine Partnerschaft sein. In beiden Fällen hatte ich Antrittsbesuche, einmal virtuell, einmal vor Ort, die wir ausbauen, die wir leben werden. Meine Perspektive ist, dass man als Oldenburg vielleicht 3 bis maximal 4 strategische Partner haben sollte. Wir haben 200 bilaterale Kooperationen, das ist alles gut, aber diese Art von strategischer Partnerschaft ist ein anderes Niveau. Das spielt sich dann nicht mehr in einzelnen Feldern ab, sondern man hat sowas wie eine Roadmap. Groningen ist eine Roadmap dahinter. Offenheit, wir haben eine gelebte Chancengleichheit mit den Schwerpunkten Gleichstellung, Familie und Diversität. Gleichstellung, eins der zentralen Themen mit langer Tradition hier. Im Jahre 2020, gar nicht so lange ist es her, und das ist für mich eine konkrete Sache, ist ein zentraler Gleichstellungsplan verabschiedet worden mit 124 sehr konkreten Maßnahmen. Das hilft, um das Thema voranzubringen. Ja, wir haben eine Tradition, aber es ist auch noch einiges zu tun. Es bleibt ein strategisches Thema. Diversität, wir sind im Diversity Audit mit dem Stifterverband, werden da sicherlich, Frau Thiele, Diversitätsstrategie nicht nur entwickeln, sondern auch umsetzen. Familie, wir sind seit 2017 familienfreundliche Universität. Das werden wir vorantreiben. Ich halte das für einen wichtigen Aspekt, wenn Sie junge Menschen hierher holen wollen, aber auch halten wollen. Wie geht es weiter mit dem Thema Haltung? Ich glaube, wir bleiben, das ist eindeutig, eine offene, tolerante Einrichtung. Hochschulen sind Orte des gegenseitigen Respekts, der Wertschätzung. Wir leben diese Offenheit. Was mir am Herzen liegt, und Sie haben es ja auch vielleicht beim Vortrag, ich im anderen Kontext schon mal gehalten habe, mitbekommen. Ich möchte die Universität Oldenburg gern zu einem wertschätzenden Ort des Lernens, Lehrens, Forschens und Arbeitens entwickeln. Das hat beispielsweise etwas zu tun, wir haben gestern über Doktorandinnen und Doktoranden beim entsprechenden Tag unterhalten, dass wir attraktiv sind für Menschen in dieser Lebensphase, attraktive Stellenangebote haben, attraktive Entwicklungen haben. Das hat etwas zu tun, das ist mir völlig bewusst, auch für den Mittelbau, in breiterer Sicht, eben nicht nur in der Promotionsphase, sondern auch diejenigen, die auf entfristeten Stellen unterwegs sind, in unterschiedlicher Ausprägung. Das wird uns beschäftigen. Es hat etwas mit Stellenplanung zu tun. Es hat etwas mit Personalentwicklung zu tun. Das gehört zu einem attraktiven Arbeitgeber mit dazu, einer attraktiven Arbeitgeberin. Und zum Thema Wertschätzung gehört ganz wesentlich auch das Thema Kommunikationskultur. Lassen Sie uns immer darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Und es gibt ein Feld, deswegen wollte ich das hier an der Stelle erwähnen, wo wir alle momentan erleben, dass diese wertschätzende Kommunikationskultur zunehmend schwerfällt, an manchen Stellen nicht mehr eingehalten wird. Und Sie ahnen es schon, wovon ich jetzt rede, das ist das Thema Corona. Auch wie wir heute hier sitzen, ich glaube, es ist völlig klar, wenn Sie neu kommen, stellen Sie sich einen Einstieg natürlich anders vor. Natürlich haben Sie die Vorstellung, vorher ist man zusammen, hinterher ist man zusammen, Musik, was weiß ich alles. Ich glaube, aber das ist ein kleiner Teil. Sie, sowohl jetzt hier im Raum, aber insbesondere auch die Studierenden, die im Livestream zuhören, Sie haben eine unglaublich schwierige Zeit hinter sich. Wir hatten alle die feste Hoffnung, dass nach dem Sommer mit entsprechenden Impfaktionen, dass wir in deutlich größerer Präsenz wieder da sind. Wir haben alles dafür gemacht, dass das erfüllt wird und sind jetzt in einer Situation, jetzt jüngst in einer Situation, wo wir wieder vor neue Schwierigkeiten gestellt werden. Ich kann nur an dieser Stelle wirklich allen herzlichen Dank sagen für alles bisher Geleistete. Und mir ist vollkommen bewusst, uns ist vollkommen bewusst, welche schwierige Zeit jetzt wieder auf uns zukommt. So, ich glaube, was jetzt passieren wird, deswegen wertschätzende Kommunikationskultur. Lassen Sie uns wirklich miteinander schauen, wie wir umgehen. Es gibt unterschiedliche Sichten in dieser Corona-Pandemie-Situation, das ist unstrittig. Wir haben jetzt
gemeinsam eine schwierige Situation, durch die wir jetzt im Winter durch müssen. Was ich aber auch der Universität mit auf den Weg gebe, ist, lassen Sie uns nicht vergessen, rechtzeitig Planungen zu machen, wie sind die nächsten Schritte, dann, wenn die Pandemie hoffentlich etwas zurückgeht. Das wird nicht mehr das Arbeiten, das Lehren und Lernen und Forschen sein, das wir vor der Pandemie kennen. Es wird sich geändert haben, weil wir andere Erfahrungen gemacht haben und weil die Erwartung da ist, dass diese Erfahrungen auch transformiert werden. Ich möchte mit der Universität in einen Prozess einsteigen, möglichst früh, damit wir uns gemeinsam auf den Weg machen, gemeinsam überlegen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, lernen, lehren und forschen. Das scheint mir sehr wichtig, das nicht jetzt zu vergessen. Auf alle Aktualität ist wichtig, aber rechtzeitig den Blick nach vorne richten. Und lassen Sie mich jetzt im zweiten Teil, deutlich kürzeren Teil, ich verspreche es, jetzt auf diese Schwerpunkte eingehen, die ich mir vorgenommen habe für meine Präsidentschaft. Ich hatte Ihnen jetzt gezeigt, wo steht die Universität, wie sind da auch eine Weiterentwicklung, wie ist eine Weiterentwicklung möglich. Jetzt werden ich einige Schwerpunkte nennen, die ich mir vorgenommen habe. Und der erste Schwerpunkt, den habe ich überschrieben, jetzt mit Blick auch auf das, was ich von meinen Vorrednern mit auf den Weg bekommen habe. Ich nenne es maßvolles Wachstum. Warum maßvolles Wachstum? Nun, mehrfach gesagt, die Universität Oldenburg hat ein beachtliches Niveau erreicht. 16.000 Studierende, das in den letzten 5 Jahren von ungefähr 10.000 auf 16.000. Alle Einrichtungen haben das mitgemacht, auch wir. Wir reden über deutlich mehr als 50% Wachstum in kurzer Zeit. Die Forschungserfolge habe ich Ihnen gezeigt. Wir sind in der Exzellenzstrategie erfolgreich gewesen. Wir haben SFBs eingeworben, Graduiertenkollegs eingeworben. Ich könnte weiterreden. Im Transfer. Wir sind Transfer und Gründung in Deutschland von allen Hochschulen auf Platz 4. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Platz 4, wen Sie alles hinter sich haben. Und ich weiß, dass ich von einer Hochschule komme, die auch hinter Oldenburg ist im Thema Gründung. Also es ist sehr viel erreicht worden. Und jetzt in Richtung Ministerium. Und ich glaube, das weiß auch ein Ministerium bei nicht gleich gestiegener Grundausstattung. Weil jeden Erfolg, den Sie einwerben, jedes Forschungsprojekt, jede Steigerung von Studierenden, müssen Sie natürlich auch ressourciell unterstützen. Es ist eben nicht so, wenn Sie ein Forschungsprojekt einwerben, dass Sie das dann irgendwie schon wuppen können. Sie brauchen Infrastruktur. Das weiß der hauptamtliche Vizepräsident. Und das ist nicht mitgewachsen. Und es ist sogar noch das Thema globale Minderausgabe gekommen. Und deswegen sage ich, lassen Sie uns wirklich das Thema maßvoll wachsen. Wir werden diese Zahl von Studierenden, 16.000, aus meiner Sicht halten. Das ist die aus meiner Sicht richtige Zahl für Oldenburg. Das wird eine Anstrengung. Wir alle merken, dass das der Wettbewerb um Studierendenplätze nicht leichter wird. In der Forschung, ich habe es gesagt, ich glaube, dass wir mit der SFB-Zahl, wo wir gerade stehen, noch ein leichtes Potenzial haben. Graduiertenkollegs, meine Einschätzung, dass Oldenburg hervorragend aufgestellt ist im Bereich Graduiertenkollegs. Da sehe ich noch ein bisschen Wachstumspotenzial. Einzelforschung, ich werde gleich auf das Thema nochmal eingehen. Da werden Sie mit mir jemand haben, der Sie sehr unterstützt. Ich glaube, da ist auch noch etwas Potenzial, immer maßvoll, immer genau zu überlegen, was wir machen. Gründungsaktivitäten, wir sind gerade dabei, innovative Hochschule, Jade Oldenburg, in eine zweite Runde zu gehen. Die erste Runde war sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, auch der Antrag für die zweite Runde ist hervorragend gelungen. Also auch da wachsen, aber immer mit Maß, weil Menschen müssen die Aufgaben erfüllen können und müssen sie auch gesund erfüllen können. Lassen Sie mich zum zweiten Thema kommen, zum zweiten Schwerpunkt. Diesen zweiten Schwerpunkt nenne ich verbindende Forschung. Was meine ich mit verbindender Forschung? Verbindende Forschung kommt daher, wir sind eine forschungsstarke Universität. Punkt. Das ist nicht selbstverständlich für eine Gründung hier in Oldenburg, da wo Oldenburg herkommt. Es war nicht selbstverständlich. Es war sehr klug, strategische Entscheidungen an richtiger Stelle zu treffen. Deswegen wirklich der Blick auch an die früheren Präsidentinnen und Präsidenten. Das haben sie wirklich hervorragend gemacht. Forschungsstark. Und jetzt kam und natürlich auch die Diskussion, und geht das dann zulasten von? Und eine zweite schlaue Entscheidung war, in den Wettbewerb jetzt auch für Lehrprojekte zu gehen, ja, für den Qualitätspakt Lehre, mit forschungsorientierter Lehre. Also genau eben nicht die Disparität zu nehmen, genau nicht den Widerspruch von, sondern zu sagen, wir verbinden das. Und das, finde ich, ist das Markenzeichen von Oldenburg, dass man sagt, wir verbinden Forschung
mit allen möglichen Themen, natürlich im Transfer, da würde jeder drauf kommen, aber eben auch in der Lehre. Weil Forschung ist das, was junge Menschen interessiert. Das ist das, warum sie Kinderunis voll haben. Weil Kinder, da steckt Forscherinnen und Forscher drin. Also das finde ich ein ganz wesentliches Thema, verbindend und eben nicht Verbundforschung. Ja, Verbundforschung ist ein Teil von verbindender Forschung. Aber verbindende Forschung ist mehr. Ich hatte es eben erwähnt, in mir finden Sie jemanden, der Einzelforschung stark unterstützt. Ich glaube, da haben wir Potenzial. Und ich habe Bereiche bei meinen Besuchen in Fakultäten kennengelernt, wo sehr viel Potenzial für Einzelforschung ist. Aber Sie werden von mir, und das haben einige jetzt schon mitbekommen, immer die Frage hören, und wie verbinden Sie sich mit Ihrer Einzelforschung zu anderen Aktivitäten der Universität? Wo ist die Verbindung? Und das würde ich gerne als strategisches Thema unserer Universität mit auf den Weg geben, verbindende Forschung. Dritter Bereich, den ich überschrieben habe, mit sichtbarer Netzwerkknoten in der Region. Ich glaube, das ist sehr klar geworden heute durch verschiedene Worte, auch natürlich die Unterstützung bei der Universitätsmedizin. Wir sind ein zentraler Punkt für die regionale Entwicklung hier im Nordwesten, unstrittig. Meine Wahrnehmung ist, wir können diese Rolle noch etwas sichtbarer spielen. An manchen Stellen ist man vielleicht etwas auch zurückhaltend, was gut ist. Ich mag es überhaupt nicht, laut zu sein, wenn man nichts zu leisten hat. Aber umgekehrt, wenn man etwas zu leisten, wenn man was zu zeigen hat, dann darf man das auch sagen. Und das ist etwas, was für diese Region, glaube ich, ganz wichtig ist. Das ist nicht die Region da oben irgendwo in der Ecke. Das ist eine Region, die ist unglaublich groß. Und gucken Sie, Björn Tümmler hat es gemacht, zu unseren Nachbarn nach Groningen. Die nennen das Universität des Nordens. Die verknüpfen sich in dieser Region. Die schielen auf unsere Seite. Und ich habe beim Besuch in Groningen gesagt, und genauso werden wir hier auch agieren. Wir werden unsere Kräfte bündeln und dann können wir zusammen, was haben Sie dann für eine Region in Europa? Und wenn diese Region einige Probleme löst, nämlich die Zusammenarbeit der Hochschulen, nämlich die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, dann werden wir zu einer Modellregion hier werden. Und das muss das Ziel sein. Also das ist eindeutig sichtbarer Netzwerkknoten. Und klar ist, in solchen Netzwerken brauchen Sie eben auch Knoten, wo Sie Informationen bündeln, wo Sie vielleicht auch Antrieb für gewisse Initiativen haben. So sehe ich unsere Universität. Ich sehe unsere Universität in dieser Region als eine Bündelung von Informationen, sodass diejenigen, die sich fragen, was passiert da gerade, zu uns kommen, aber auch als diejenigen, die Aktivitäten in die Region geben. Und das führt mich, lieber Herr Oberbürgermeister, Herr Krogmann, zu meinem vierten Schwerpunkt. Wenn ich die Region jetzt etwas näher zoome, lande ich, Kate Surprise, bei Oldenburg. Und ich freue mich sehr, dass Sie unser letztes Treffen auch so aufgegriffen haben. Und Sie haben es genau richtig verstanden, dass auch mein großes Petitum ist, eng mit der Stadt Oldenburg zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir sowohl Stadt als Universität profitieren sehr davon, wenn wir eng abgestimmt sind. Ich hatte auch das Gefühl, dass das sehr gut persönlich funktioniert. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ich fand das, was Sie eben gesagt haben, ich möchte es bestärken. Sie sagten, wir geben uns eine Agenda. Weil das eine ist zu behaupten, man tut, und das andere ist, ein Stück weit es auch zu prüfen. Das sollten wir uns wirklich vornehmen bei einem nächsten Treffen, konkretisieren. Das Thema Klimaneutralität ist genannt worden. Ich glaube, da müssen wir uns gemeinsam auf einen Weg machen. Weil wenn wir das als Uni ohne beispielsweise Mobilitätskonzepte machen, dann wird es ziemlich schnell blutleer. Sie haben andere Themen genannt, Internationalität. Also ich glaube, es gibt viele Felder. Ich habe mir als Überschrift für diesen Punkt genannt Campus Oldenburg. Was meine ich mit Campus Oldenburg? Wenn Sie an einen Campus denken, haben Sie, glaube ich, das Bild, dass viele Menschen sich zufällig begegnen. Das ist ein Ort, wo man an verschiedenen Stellen lehren kann, lernen kann, forschen kann, sich hinsetzen kann. Man trifft eben Menschen, mit denen man sich austauscht. Was wir auch gelernt haben, jetzt während der pandemischen Situation, dass Orte auf einmal sich etwas auflösen, dass sie springen zwischen Präsenz und Digitalität. Und was ich mir vorstellen kann, dass wir eben nicht mehr einen Campus Harentor, einen Campus Wechleu, den Campus der Jade-Hochschule haben, schön in sich abgegrenzt, sondern dass wir, die gesamte Stadt wird ein Campus. Wir haben den Botanischen Garten. Wir haben Orte, jetzt auch in der Innenstadt, die teilweise leer stehen momentan. Das wären doch glänzende Orte, wo Forschungsprojekte stattfinden können. Das wären doch die Orte, wo eben nicht nur Angehörige unserer Universität einen Campus erleben, sondern die Stadtbevölkerung. Wir haben das Core, ohne jetzt Werbung zu machen, wurde mir gestern in der Veranstaltung genannt, dass da Doktorandinnen und Doktoranden sagen, da gehe ich hin, um mich zu treffen. Für mich ist damit Core ein Teil des Campus Oldenburg. Das wäre ein Projekt, was ich mir vornehmen würde, an Campus Oldenburg zu haben. Das heißt, nicht mehr Oldenburg Stadt der Wissenschaft, sondern etwas moderner,
sodass sie an verschiedenen Stellen das Gefühl haben, sie sind Teil eines Campus. Und lassen Sie mich zum letzten Punkt kommen, auch in Richtung jetzt des Ministeriums. Es ist genannt worden, auch das Thema Autonomie. Ich nenne diesen Punkt selbstbewusste Eigenständigkeit. Unsere Universität hat in ihrer Gründung immer wieder gezeigt, wie selbstbewusst und wie eigenständig sie ist. Sie tut es jetzt, gucke jetzt zu Verena Pietzner, zu dem Thema Systemakkreditierung. Ich glaube, wir sind zutiefst überzeugt, dass wir die Qualität unserer Lehre in eigene Verantwortung nehmen können. Ich schaue in das Gesicht unseres hauptamtlichen Vizepräsidenten, Herr Stahlmann. Ich glaube, bauen können wir. Das haben wir gezeigt, oder? Das würden wir auch eigenständig hinkriegen. Ich schaue wieder in Ihr Gesicht. Ich schaue auch ins Gesicht von Referaten, Dezernaten, Personalmanagement. Ich glaube, wir können das gut. Herr Schulz, wir haben wirklich gutes Berufungsmanagement. Ich habe Besuche gehabt in den Fakultäten. Ich war in allen Fakultäten. Ich habe Stunden mit Ihnen zugebracht. Und das, was ich als Eindruck vorher hatte, hat sich bei diesen Besuchen bestätigt. Sie sind hochverantwortungsvoll. Sie wissen genau, was Sie zu tun haben. Es war sehr strukturiert. Sie sind starke Fakultäten. Das ist wichtig. Das ist sozusagen, das sind die Zentren der Entwicklung einer Universität, unsere Fakultäten. Wichtig ist die Abstimmung mit der Zentralität. Wir haben starke Gremien. Das durfte ich erleben bei den ersten Sitzungen. Ich finde das gut. Die Universität lebt von starken Gremien. Wir haben einen starken Personalrat. Das ist wichtig, weil Sie damit eine starke Stimme der Beschäftigten haben. Wir haben eine hoch engagierte Studierendenschaft. Einige Gespräche habe ich schon führen dürfen. Ich finde das sowohl zentral, aber auch dezentral. Unsere Fachschaften leisten eine hervorragende Arbeit, auch hoch eigenverantwortlich. Völlig klar, dass wir im Abstimmungsprozess noch besser werden können. Völlig klar, dass wir auch Prozesse haben, Zentralität, Dezentralität, wo wir noch besser werden können. Völlig klar, dass die Kommunikation immer etwas ist, was man im Blick hat. Aber diese Art von Zusammenarbeit, diese Art von Verantwortung geschieht aus meiner Sicht immer mit einer Haltung hier in Oldenburg, die da lautet, wir sind eine Universität. Es ist unsere Universität und die wollen wir gemeinsam gestalten. Und wenn das die Haltung ist, dann glaube ich, kann man auch einen nächsten Schritt gehen in mehr Autonomie. Und was meine Besuche im Ministerium ergeben haben, das wurde mir genauso zurückgespielt. Sie sind gut in Oldenburg. Sie kriegen das hin. Wir müssen jetzt gemeinsam überlegen, was sind diese nächsten Schritte der Eigenständigkeit. Das waren ausgewählt 5 Schwerpunkte, die ich Ihnen nennen wollte. Wie geht es weiter? Diese Schwerpunkte, Sie werden zu Recht sagen, da muss man noch konkretisieren. Das ist genau der Auftrag, den das Präsidium sich vornimmt. Ich hatte gesagt, mein Ziel ist es, dass wir zu Beginn des neuen Jahres aus diesen strategisch genannten Punkten und weiteren ein Programm des Präsidiums entwickeln. Meine Vorstellung ist, dass Sie auch anhand eines Programms des Präsidiums Fortschritte sehen. Das Gebühr, aus meiner Sicht gehört das zur Transparenz. Wir werden dieses Programm mit der Universität diskutieren. Wir werden dieses Programm natürlich auch dann der Universität vorstellen. Und wenn wir das getan haben, dann geht es an die Umsetzung. Ich komme damit zum Schluss meiner Einführungsrede. Und lassen Sie mich diese Gelegenheit auch nutzen, Dank auszusprechen. Wirklich meinen herzlichsten Dank an Sie alle hier vor Ort, natürlich auch diejenigen im Livestream, was ich schon sagte, die mir den Einstieg so hervorragend gestaltet haben, die mir ein offenes Ohr gegeben haben und insbesondere mir geholfen haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Nachhilfestunden ich jetzt bekommen habe. Ich hoffe, ich muss sie nicht abrechnen irgendwann. Aber insbesondere danke ich auch meinem Präsidium. Martin Frenzler sehe ich hier vorne, Verena Pietzner, Annette Thiele, Jörg Stahlmann. Das ist nicht leicht, wenn Sie quasi in Ihrer Amtszeit auf einmal die Leitung wechseln. Sie haben ja eine gewisse Routine entwickelt mit Herrn Pieper, gewisse Abläufe eintreten. Jetzt kommt jemand Neues, der kennt die Abläufe nicht. Also ich muss sagen, das hat hervorragend geklappt. Ich wirklich tiefer Dank. Es macht großen Spaß, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Das wollte ich hier auch mal vor allem sagen. Dankeschön. Dann mein Dank an den zweiten Stock. Ich weiß nicht, wie Sie ihn jetzt genannt haben. Ich nenne es einfach zweiter Stock Ökozentrum. Das ist Frau Raschke und Frau zur Brücke, die mich jeden Morgen so freundlich begrüßen, wenn ich jetzt gerade auch komme. Wenn ich morgens komme von meinem Fahrradkeller, wohlgelaunt, ich habe es ja schon gesagt, komme ich dann da vorbei. Dann als nächstes habe ich Frau Gerken, die Laune bleibt auf hohem Niveau. Ja, Frau Mülkens, ich habe Sie gesehen, dass Sie da ist. Heute in Urlaub, trübt mich zutiefst. Aber ich wollte Ihnen auch auf dem Weg sagen, große Dankbarkeit, das war wirklich ganz toll. Frau Burwitz, Frau Müssens, Frau Haberstroh, Herr Schulz,
Und dann jetzt der engere Zirkel, das Büro, das immer damit zu tun hat, dass wenn ich die Tür aufmache, ich meine Emotionen noch nicht unter Kontrolle habe. Damit muss man dann leider umgehen. Das ist Frau Niese, Frau Reitzburt, Frau Mielke, ganz besonders auch Herr Poppinger. Sie sind mir wirklich eine große Unterstützung. Dafür danke ich Ihnen sehr. Herr Fastenau, auch persönlicher Dank. Wie oft hat er schon von mir gehört, heute wird es nicht so spät. Und wie oft hat er gesagt, genau, das Lachen war genau richtig, Herr Fastenau. Irgendwann werde ich es einhalten, ich weiß nur nicht wann. Ich danke auch allen unseren Partnerinnen und Partnern außerhalb. Especially I would like to thank our international partners. It's a pleasure to working with you. Und zum Abschluss, was zeichnet unsere Universität eigentlich noch aus? Ich habe alles Mögliche genannt, inhaltlich, Haltung. Und Herr Pieper, Sie erinnern sich zu Ihrer Veranstaltung, Sie haben es gesagt und das ist mir auch hängen geblieben, unsere Universität überrascht. Das ist eine Universität, die macht manchmal was, womit Sie nicht rechnen. Bei meinen ganzen Besuchen durch die Universität, ich nenne es immer den Effekt, jemand macht eine Tür auf und ich kriege große Augen und sage, ach, das gibt's hier. Das ist etwas, was wir uns bewahren müssen. Wir müssen Dinge anpacken, die andere nicht anpacken. Wir müssen sie auf eine Art anpacken, die andere sich nicht trauen. Das ist, was ich glaube, der Geist der Universität Oldenburg. Lassen Sie uns kreativ auf die Suche gehen nach neuen Antworten im Bereich des Studiums, neue Art von Studienangeboten. Das würde, und das meine ich sehr strategisch, uns wirklich helfen. Überlegen Sie international passfähige Studienangebote, natürlich in Forschung, aber natürlich auch Abläufe. Herr Stahlmann, an vielen Stellen, glaube ich, sind wir sehr pfiffig unterwegs mit Abläufen in zentral und dezentraler Verwaltung. Also, lassen Sie uns offen bleiben für neue Wege. Lassen Sie uns aber auch mit hoher Sorgfalt die Wege aussuchen, die wir dann auch gehen wollen. Und schließlich, wenn wir diese Wege dann ausgewählt haben, lassen Sie uns diese Wege auch mutig gemeinsam gehen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam neue Wege zu gehen. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Eigentlich würde jetzt Musik kommen und ich habe ja jetzt einen Dirigentenstab bekommen. Ich könnte Sie jetzt alle zum Singen animieren. Das erspare ich Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren, auch im Namen von Ihnen, Herr Brinker, zur Auftaktveranstaltung. Ich wünsche uns allen eine gesunde Zeit, dass wir gut durch diese schwierige Phase jetzt durchkommen. Und danke Ihnen nochmal ganz herzlich, dass Sie heute sowohl physisch dabei waren und nochmal einen ganz herzlichen Dank in Livestream. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, so eine Veranstaltung dann auch so lang zu verfolgen. Schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.